Moin, ihr Lausbuben. Neues Video von den Savage Scooters. Heute geht es um das Projekt Lotte. Und was es mit dem Projekt Lotte, der böse Mädchenroller, auf sich hat, das seht ihr in diesem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, anfangen werden wir aber mal mit einem kleinen Pörnchen, damit ihr seht, was man für... Ich sprach über die Transparenz, das heißt, ihr seht jetzt das, was man für 1.550 Euro auf dem freien Markt an Roller bekommt. Ich habe euch versprochen, wir machen das ganze Projekt transparent, das heißt, ihr seht von Anfang bis Ende, was wir hier tun, was wir hier nicht tun und was alles kostet und die Kosten, die so auflaufen, werde ich euch alle auflisten. So, aber jetzt erstmal ein kleines Pörnchen und dann geht's los. So, womit wir anfangen ist, wir werden den ganzen Hobel jetzt mal komplett zerlegen. Wir werden alles auseinanderreißen und wir werden mal schauen, wo wir am Ende des Tages hier stehen und was so an Neuigkeiten auf uns wartet und an Geheimnissen, was der Roller preisgibt. Also wir fangen jetzt mal an, den Roller zu zerlegen und auf die Reise nehme ich euch mal mit. Das wird bestimmt lustig. Schaumstoff haben wir jetzt mal grob entfernt und jetzt können wir auch ein bisschen reingucken und sehen, dass die Basis eigentlich ganz gut ist von dem Roller. Da unten ist mal kein Rost, überhaupt nichts. Das ganze Fugenmaterial hat sich natürlich da verabschiedet, da unten in der Ecke. Da. Na gut, das muss man einfach ein bisschen aufspritzen. Karosserie, Silikon. Und dann sieht man, dass das eigentlich wirklich gut aussieht. So, jetzt kommen wir nach hinten noch zu der neuralgischen Stelle. Da ist ein ganz ein bisschen Flugrost. Das ist die hintere Stoßdämpferaufnahme. Da müssen wir noch mal ein bisschen gucken gleich, wenn wir den Roller soweit leer haben. Kabelbaum raus etc. pp. Dass wir dann mal schauen, wie da hinten die Sache aussieht. So, der Roller hat den typischen Elestart-Kabelbaum. Wie wir hier sehen können, haben wir hier die Batterieklemmen etc. pp. Dann haben wir hier noch einen Sicherungshalter da. Und das Relais für den Elestarter. Das ist der typische Elestart-Regler, zu erkennen an den, das kennt man vielleicht von Audi. Audi hat genau diese Farben als Sportsymbole. Und das Blinkerrelais. Also der Kabelbaum wird jetzt aus dem Roller entfernt. So, Tank haben wir rausgenommen. Und das Allerschärfste bei diesen Modellen ist, ich es hasse, Moment. Das sind übrigens die Überreste, die man immer wieder dann findet, wenn man den Vergaser öffnet. Keine Ahnung, wer auf die Idee kam, da mal Schaumstoff reinzukleben. Es sollte wohl zur Dämmung dienen. Aber wenn ich dann Schaumstoff reinklebe, dann sollte ich vielleicht clevererweise auch Schaumstoff nehmen, der benzinresistent ist oder ölresistent ist. Also die
Kacke hier, die dröselt sich halt auf und das macht auch immer besonders viel Spaß, den Scheiß da rauszukratzen. Also da kommt noch eine Menge Arbeit auf uns zu. Nicht lustig! Wie ihr seht, ich bin dreckig wie eine Sau. Der Roller ist soweit auseinandergebaut und auch an den neuralgischen Stellen mal ein bisschen geputzt. Also das heißt, der Lack runter und geguckt, wie das Blechkleid bei Futter ist. Naja, was wir sehen ist, dass hier oben eigentlich alles ganz gut aussieht. Hier war ein bisschen Flugrost, hier ist das Blech aber noch richtig gut bei Futter. Die Traversen sehen gut aus, hier das sieht gut aus. Wenn wir uns hier mal den Bereich da drin anschauen, der Bereich ist in Ordnung, hier dieser Bereich. Hier der Bereich ist in Ordnung. Hier ist alles schön mit Lech. Der wichtige Bereich ist der, warte mal. So, damit ihr das auch seht. Komm mal rum, schau mal hier. Hier dieser Bereich, der ist immer ganz, ganz wichtig, weil wir hier haben, weil wir hier die Stoßdämpferaufnahme haben, die sitzt hier an der Stelle. Und hier sollte das Blech immer relativ dick sein und am besten ohne Rostlöcher. Was wir hier aber sehen, ist, dass es schon ein klein bisschen beginnt hochzugehen. Das heißt, auf der Innenseite haben wir da ein bisschen etwas größer werdenden Flugrost. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am Ende nachher in den Griff kriegen. Aber sonst sieht hier der Rahmen eigentlich ganz gut aus. Und damit kann man im Grunde arbeiten. Ja, jetzt wissen wir im Grunde, wie er aussieht. Ich drehe den mal um. Sekunde. So sieht der Rahmen da von oben aus, das Trittbrett. Das ist hier an den Ecken natürlich wie immer ein bisschen angefressen. Das habe ich ein bisschen gerichtet und geschliffen. Hier vorne genau dasselbe in grün. Hier ist eine etwas größere Beule drin, die müssen wir auch noch rausholen. Aber ansonsten macht der Rahmen einen sehr, sehr guten Eindruck. Hier diese neuralgischen Stellen, wo es auch immer gerne durchrostet, die sind auch sehr gut und in Ordnung. Sowohl von innen als auch von außen, das habe ich eben überprüft. Ja, alles in allem. Ist es eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Der Rahmen hat mit Motor im Grunde alles zerlegt, so wie ihr das am Anfang im Pörnchen gesehen habt, 1550 Euro gekostet. Also das ist etwas, was du dann bekommst, wenn du 1550 Euro auf den Tisch legst. So, die Frage, die sich jetzt stellt, ich habe ja mal ein LML-Rahmenset gekauft für den Mr. Grey und das war irgendwie bei 700, schlag mich tot, Euro. Und wenn ich jetzt hier so diese Basis sehe, der Kotflügel ist, du kannst ja mal rumschwenken, du kannst mal den Kotflügel dann zeigen. Der Kotflügel, der da auf der Erde liegt, der ist im Grunde tot. Ja? Also der ist verbogen, der ist nicht mehr wirklich so die pralle Masse. Den werden wir also austauschen. Und wenn du dann überlegst, dass du ein komplettes Rahmenset lackiert bekommst für 700 Euro, dann steht die ganze Nummer hier im Grunde schon wieder ein bisschen in Frage. Ne? Also hier kann man auch was machen, aber wenn der Rahmen schlimmer aussieht, dann steht das für mich schon nicht mehr im Verhältnis. Da wieder die Überlegung, kaufe ich mir ein Rahmenset und baue alles aus Neuteilen auf oder saniere ich hier so einen Scheunenpfund. Die Basis ist gut, wir werden jetzt hier weitermachen. Boah, sieht gut aus, ne? ja, und dann werden wir das Ganze hier schön abschleifen, fillern, grundieren, lackieren, klarlacken und dann sollte der wohl bald wieder auf der Straße sein. Also, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Restsonntag oder wann auch immer das Video rauskommt, eine Rest schöne Woche, was auch immer.
Zum Motor, da machen wir ein separates Video. Wir machen jetzt nur hier den Rahmen. Und zum Motor zeige ich euch dann, wie es da weitergeht. Also, bis dann. Ciao.